Herzlich willkommen bei, ja, beim Gewinnspiel. Ich schreibe es mal lieber mal hin. So, okay. Spiel, ne? So, beim Gewinnspiel. Teil 2. So, gut. Ja, herzlich willkommen beim Gewinnspiel Teil 2. Von halben Monat ungefähr, habe ich ein Gewinnspiel rausgebracht, auch mit dem gleichen Programm hier, mit dem Cool etc. Painter. Und da hatte ich drei Bilder gemalt. Ne? Und in die drei Bilder beinhalten halt das Wort, was das Gewinnspiel betreffen tut. Also, im Endeffekt, drei Bilder, ne? Und die drei Bilder haben drei Wörter. So. Die drei Wörter ergeben den Spielname. Ne? So, dass ihr schon mal bewisst. Der Spielname. Und dieser Spielname ist ein PlayStation 4 Spiel. Und das ist das der Gewinnpreis, im Endeffekt halt. Ne? Also das ist der Preis. Die drei Namen ergeben das PS4 Spiel, was es zu gewinnen gibt. Ich hoffe, also ich habe es deutlich ausgedrückt, hoffe, dass auch keine weiteren Fragen kommen, aber ich möchte jetzt euch nicht nochmal hier drauf hinweisen, was es eigentlich genau ist, sondern heute gibt's Tipps! Yeah! Zum Gewinnen! Also, so ungefähr so. So. Also Tipps haben wir heute. Ich gebe euch ein paar Tipps, was euch ein bisschen weiterhelfen tut. In dem Sinne, um die Lösung besser zu erraten, weil ich habe gelesen in auf dem Video bei den Kommentaren, dass wie Animox, andere irgendwie noch Probleme haben beim Erraten der Namen. Und ich möchte jetzt aber auch nicht gleich das Dings die Auflösung bringen, weil die kommt erst am Ende, also Anfang August, also der 30.07. im Endeffekt. Also der 1.08. ist der einzelne Schluss. Und ja, da möchte ich euch einfach jetzt mal ein paar Infos geben, ein paar Tipps geben, was eigentlich überhaupt Sache ist. Also sagen wir so, ich gebe euch jetzt ein paar kleine Schnipsel in dem Sinne, ne? Kleine Schnipsel. Und die kleinen Schnipsel beinhalten, also Dings helfen euch vielleicht einen besseren Weg zu geben, was es überhaupt ist, welcher Spielname da beinhaltet. Und ich hoffe, das funktioniert. So, ich mache kurz mein Dings ab. Ich hörte mal ganz kurz, ein bisschen schlecht, einen Augenblick, bevor es weitergeht. Muss kurz mal nachprüfen. Genau, perfekt. Gut, alles klar. Gut. Jetzt habe ich auch die paar Infos, die ich benötigt habe, ganz kurz schnell. Und ja, da würde ich sagen, starten wir durch. Dann fangen wir einfach mal an. So, wir tun Laden. Das da. Vom USB. Von der Konsole eigentlich. Genau. Wir haben ja hier drei Bilder. Ne? Teil 2, Teil Englisch. Keine Ahnung, was da genau war. So, okay. Jetzt machen wir das mal ganz einfach. Wie gehe ich nach unten da? Genau. Okay. Als erstes zeige ich euch die offizielle Reihenfolge. Okay? Die offizielle Reihenfolge dieses Namens. Ich denke mal, das sollte eigentlich schon genug sein. Eigentlich ein kleiner Hinweis, die Reihenfolge von den drei Namen. Und da würde ich sagen, dann fangen wir am besten mit dem hier an. Yes? Hallo? Okay, nochmal, Leute. Vorführeffekt. So. Nein, ich hab's gelöscht. Nein. Oh, fuck. Lesen muss gelernt sein, Leute. Lesen muss gelernt sein. Verdammte Scheiße aber auch. Okay, dann sage ich mal so. Ich blende es jetzt hier einfach mal ein. Da. Ich blende das ein. Und ja. Scheiße war's. Fuck. Okay, ich blende es hier einfach ein. Also, ihr seht es jetzt vor euch. Und das ist der erste Begriff des Namens. So. In Englisch natürlich. Ne? Also,
Wie gesagt, ich zeige es euch mal kurz, weil ich habe das scheiß Ding jetzt gelöscht. Verdammt. Gut. Okay. Ja. Erster Begriff. So, jetzt tun wir mal wieder zurückschalten. So, jetzt seht ihr das jetzt wieder. Und kriegt ihr noch einen kleinen Tipp. Den gebe ich am Ende. Am Ende. Gebe ich euch am Ende genau den Tipp. Zum ersten Bild. So. Das zweite Bild ist das da. Laden. So. Boah, ich glaube, das gleiche, was ich gemacht habe. Keine Ahnung. Okay. Gut. Das ist das zweite Bild. Ne? Es ist gesucht. Das hier im Endeffekt halt in Englisch. So, jetzt könnt ihr euch selber ausmalen, was es genau ist, da beinhalten tut. Ich habe versucht, so gut wie möglich zu zeichnen, Himmels Willen, ich bin nicht Profi, etc. Und ja, ihr könnt selber ausmalen, was hier jetzt hier eigentlich jetzt gesucht wird. Wie gesagt, in Englisch, das ist sehr wichtig, weil einen deutschen Namen gibt es auch, aber ich suche das englische Wort dafür. Ne? So. Dafür gibt es jetzt kein. Was habe ich da geschrieben? Das ist doch kein Englisch hier. So, egal, egal. Ja, gut. Es ist auf jeden Fall Englisch. So, gut. Achso, ja, das ist. Das ist in Englisch. So, genau. Wie gesagt, also, wie gesagt, das da in Englisch. Ja. Wie gesagt, wir haben ja, wie gesagt, das ist das zweite Bild. Also, das zweite Wort. So. Dann. Das dritte Wort. Speichern. So, von Konsole laden. So. Das dritte Wort beinhaltet das da. Wie habe ich das letzte Mal löschen? Achso, ich habe vielleicht falsches Taste gedrückt. So, das ist das dritte Wort. In P natürlich. Also Anfangsbuchstabe ist P. Ne? So, gut. Wollen wir hier noch einen weiteren Ist, noch eine kleine Info geben? Ja, also ich möchte schon auf einer Seite, dass sie gewinnt halt, ne? Irgendjemand. Irgendjemand, also. Okay, dann machen wir so. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Ihr kriegt einen weiteren Buchstabe. So. Ich guck kurz noch nachprüfen. Ah, nee, das war das Falsche. Huhu, das war das Falsche. So. So. Gut, das ist der zweite Buchstabe vom letzten Wort. Und ja, ich hoffe, es hilft jetzt euch ein bisschen mehr. Ich hoffe. Und würde ich sagen, jetzt einfach mal, wir lassen es einfach mal so stehen. Ne? Und boah, das kriegen wir doch schon irgendwie auf die Reihe, würde ich sagen. Und wie gesagt, so, also, der 1. August ist der Einsendeschluss, meine Freunde. 1. August, Leute, 2000, nicht, dass jeder kommt, nächstes Jahr auch noch irgendwas zu wollen. 2018, 1. August 2018. Ein Sendeschluss für die drei Wörter, ne? Also, ich mach's. Stimmt. Jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Das erste Bild hat ja einen Buchstabe bekommen. Das erste Bild, ne? So. Das erste Bild, was ihr gesehen habt, mit der Knarre. Ich tue jetzt nicht nur einblenden. Hat ja einen Anfangsbuchstabe. So. Ja, okay, ich tue es einfach nochmal ein. Nein, ich tue es nicht einblenden. Vergiss es. Los, aus. Pfui. Ich mache jetzt ein kurzes Video draus. So, wie gesagt, der erste Buchstabe für das erste Bild. Das war. Also ich gebe euch jetzt. Ich habe euch jetzt Tipps gegeben, die rein Folge. Ne? Also die Reihenfolge habt ihr als Info heute bekommen. Die. Machen wir einfach so. Bilder. Ups, so. Also, die Bilderreihenfolge habt ihr bekommen. Ist jetzt eine Sauklaue, aber egal. Ich tue es ja euch vorlesen. Ich will auch ein bisschen zeichnen hier. So. Bam, bam. So in 3D hier. Puh. So, wie gesagt, erster Tipp: Bilderreihenfolge. Dann.
Im letzten Bild habt ihr einen weiteren Buchstaben bekommen. Ein H. Ne? Ein H. Okay. So. Und für das erste Bild kriegt ihr jetzt den Anfangsbuchstaben. Ne? Also, wir machen das jetzt nochmal hier weg. So, ups. Gut. Bilderreihenfolge. Dann haben wir. So. Wollen wir kurz eine andere Farbe? Ja, ich mach's ein bisschen spannend jetzt, ja. Das war das Falsche. So, nehmen wir mal weiß. Genau. Gut. Also. Bilderreihenfolge Punkt 1. Habt ihr bekommen. Ne? Also die Reihenfolge der Bilder, ne? Wie der Name des heißen Spiels. So, im letzten Buchstabe des Videos, im letzten Buchstabe habt ihr von den P, der aktuell drinne war, einen weiteren Buchstaben bekommen. Und das ist ein H. Ne? So, also PH. So. Nicht BH, so wie Brüste, Halterung, keine Ahnung. sondern P. So. Und jetzt kriegt ihr für Bild 1 auch den Buchstabe. Seid gespannt. Was wird es wohl sein? Huhuhuhu. Gut, okay, machen wir auf die Schnelle. So. Das ist ein B. Leute, ein B. Ne? Also, Bilderreihenfolge. Bild 1, B, Anfangsbuchstabe. Bild 3, ein weiterer Buchstabe, das H nach dem P. So, ich hoffe, es konntet jetzt, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen größeren Bereich, wo ihr jetzt mehr arbeiten könnt, um im August das herauszufinden für den August. Wie gesagt, das Spiel kommt im August raus, ne? So, nur als Info, ne? Kriegt ihr noch einen Tipp? Also, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Infotipps, was das Gewinnspiel beinhaltet. Und ich hoffe, ihr kommt damit jetzt weiter zurecht. Und wer es als erstes erraten tut, kriegt dieses Spiel kostenlos nach Hause geschickt. Und ich hoffe, ihr werdet jetzt mal ein bisschen mehr Sachen haben. Ich gebe es euch jetzt keine Infos mehr. Das ist jetzt alles, was ich euch geben kann. Vielleicht mal gucken, wenn ich Zeit habe, vielleicht Mitte des Monats, kriegt ihr vielleicht noch einen weiteren Buchstabe. Aber erst ab 10 Likes. So. Konsequent. Ab 10 Likes. Weitere Infos. Weitere Tipps. Okay, Leute? Das liegt jetzt an euch. Wie gesagt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Infos. Ne? August kommt's raus. Das ist schon der vierte Tipp. Ne? Also 4 Tipps insgesamt zu dem Gewinnspiel. Und ab 10 Likes kriegt ihr weitere Tipps für die letzten 2 Wochen. Ist das nicht cool? Ist das nicht geil, Leute? Hammer, oder? Komm, Leute. Ihr habt jetzt die Chance. Ich gebe euch kleine Schnipsel, um das Gewinnspiel für euch zu entscheiden, um zu gewinnen, um das Spiel zu euch nach Hause schicken zu lassen zu können. Also Leute, ne? Also, haut rein in die Tasten, sucht weiter, ratet weiter und wer es als erstes erraten tut, hat das Ding gewonnen. Definitiv. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, ein schönes Wochenende restliche noch und wie gesagt, nachher mache ich noch einen Livestream oder läuft gerade wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es darum geht, hier, Gewinnspiel, in 2 Wochen wahrscheinlich, erst ab 10 Likes, ne, also dann, bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel 3000, mit, ja, Gewinnspiel, PS4, Game, mit 4 neuen Tipps jetzt, bam, also dann, bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel 3000, tschüss.